Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Ursachenbehandlung gegen die Ischialgie. Und dafür kannst du dir einen Stuhl nehmen. Und wir fangen mit der rechten Seite heute an und schlagen das rechte Bein über das linke. So, es kann sein, dass dir das schwerfällt, das Bein überhaupt da hochzukriegen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du das linke Bein erstmal ausstreckst und das rechte ganz locker drüber legst. Du hättest auch die Möglichkeit, dir eine Schlaufe zu nehmen und dann ganz langsam das Bein so weit nach oben zu ziehen, wie es für dich erträglich ist. Wenn du es aber schaffst, das Bein hier oben abzulegen und eine gute Dehnung im Gesäß, es kann auch sein, dass etwas in die Leiste zieht, zu spüren, dann ist es eigentlich die optimale Position. Wer hier noch zu wenig spürt, der kann dann mit geradem Oberkörper wie so eine Bahnschranke versuchen, nach vorn zu kommen. Also ihr haltet das Brustbein vorne in der Aufrichtung und versucht dann nach vorn zu kommen. Und spätestens jetzt solltet ihr eine deutliche Dehnung hinten im Gesäß spüren, die gut spürbar ist, aber bitte auch erträglich. Also die Kunst ist wirklich dabei immer noch, den Muskel entsprechend locker zu lassen. So, wenn ihr bereit seid, starten wir 2 Minuten. Ich nehme die Zeit. Los geht's. Ja, also aufrecht bleiben. Wer es schafft, geht nach vorne. Ansonsten bleib erstmal da, wo du bist und versuch wirklich so locker wie möglich das Bein zu lassen. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt was nach, dann kannst du ja versuchen, ganz langsam etwas zu verstärken. Genau, und ich sage es auch hier nochmal. Mir ist wichtig, dass du weißt, du solltest dich nach so einer Übung, also nachdem du hier wieder rausgekommen bist und dich etwas freigelaufen hast, ausnahmslos leichter, freier und besser fühlen. Und ist das nicht der Fall, dann besteht halt die Gefahr, dass du zu weit gegangen bist. Das ist in der Regel auch kein Drama. Das heißt, du gehst dann bitte am nächsten Tag deutlich dosierter mit einer geringeren Intensität in die Position, damit du wirklich diesen Zustand dann auch erreichst. Also wir wollen nur befreien. Wir wollen nichts reizen oder forcieren. So, wir haben noch knapp eine Minute. Jetzt kannst du ja mal schauen, ob du noch vielleicht, wenn sich der Muskel entspannt hat, ein bisschen weiter rein kannst. Und achte nochmal auf deine Aufrichtung. Die da mit der Schlaufe arbeiten, die können natürlich auch für sich prüfen, ob es irgendwann etwas leichter wird. Dann könnt ihr auch wieder nachziehen. Und achtet bestenfalls nochmal drauf, dass der Muskel da hinten wirklich und das ganze Bein entspannt ist. Arbeiten tut er hier nur über den Oberkörper. Und ihr braucht auch keinen großen Druck jetzt hier mit der Hand auf das Bein zu geben. Es reicht wirklich, wenn er gut mit dem Oberkörper arbeitet. So, die Uhr piepst. Ihr könnt ganz langsam, bitte mal langsam hier wieder raus. Das Bein vielleicht erstmal etwas lockern, ausschütteln. Aus Zeitgründen, wie gewohnt, machen wir es jetzt nicht mit dem linken Bein. Das dürft ihr natürlich jetzt zu Hause noch mit reinnehmen. Wenn irgendwas sein sollte, schreibt mir einfach. Wenn ihr mehr Unterstützung braucht, nutzt bitte den Schmerzfinder. Die Verlinkung findet ihr unter dem Video. Dann kann ich euch auch persönlich am besten helfen. Schöne Woche, alles Gute, bis demnächst, euer Dennis. Ciao.